Heute Abend sprechen wir über das Thema, du hast eine Chance. Dieses Wort habe ich zum ersten Mal richtig verstanden in New York, der großen amerikanischen Stadt. Da gibt es entsetzliche Slums, Elendsviertel, die sogenannte Bowery. Als ich zum ersten Mal in die Bowery gehen wollte, sagte mir einer, zieh dir den ältesten Anzug an und so ein Apachenschal um den Hals, damit du nicht gleich so auffällst als einer, der ein Portemonnaie in der Tasche hat. In diesem fürchterlichen Elendsviertel, dreckige, alte, hohe Häuser und armes Volk in Straßen, die kein Sonnenstrahl dringt. In diesem Viertel ist die Endstation für viele Einwanderer, die mit Hoffnung, großer Hoffnung nach Amerika kamen und dann klappte es ihnen nicht und dann endigen sie in der Bowery und wer damals angekommen ist, der kommt nicht mehr gut raus. Und da in der Bowery hat der christliche Verein junger Männer eine wundervolle Arbeit angefangen. Sie haben ein großes Haus. Da steht am Eingang, du hast eine Chance. Da kann jeder junge Mann, also nur für junge Männer ist das, kann da rein und darf für 4 Wochen umsonst wohnen. Er kriegt einen ganz neuen Anzug, neue Wäsche, dass er sich nochmal ganz frisch bewerben kann um einen Job, um eine Stelle. Er braucht 4 Wochen lang sich jetzt nicht zu sorgen ums tägliche Brot. Er braucht nicht mehr abgerissen zu sein. Er kommt nett und adrett zu der Firma, wo er sich vorstellen will. Wenn er nach 4 Wochen keine Stelle hat, dann sagt man, dir ist nicht zu helfen, versacke. Die 4 Wochen sind die große Chance, nicht wahr? Wo er noch einmal von vorne anfangen kann, ob er eine Position kriegt. Lieben Freunde, wir alle brauchen auch eine Chance. Nicht äußerlich, ich glaube, die meisten von Ihnen sehen ganz gut situiert aus. Brauche mich nicht darum zu sorgen, ob Sie heute satt geworden sind. Aber habt nicht jeder im Grunde, der junge Mann und der alte und eine Frau's Gefühl, eigentlich ist mein Leben nicht, wie es sein sollte. Sehen Sie, nach dem Kriege strömten in Essen Tausende von jungen Männern zusammen im Bergbau. Das war die große Möglichkeit, zur Arbeit zu finden. Das war schrecklich, in diese riesigen Lager, wo diese jungen Leute, die im Krieg gestrandet waren, untergebracht waren. Studenten, die kein Geld hatten, weiter zu studieren. Leute, die ihre Eltern verloren hatten. Desperados. Und dann habe ich angefangen, da Besuche zu machen. Da war ich mit Daniel in der Löwengrube. Und da kam ich eines Tages in so ein Barackenzimmer. Da waren 16 junge Männer. Ich sagte, guten Tag, ich bin der neue Pfarrer, ich wollte Sie besuchen. Da kümmerte sich gar keiner um mich. Ich ging auf den ersten zu, der aß eine Suppe, einer wusch sich, einer machte sich fein für die Stadt und einer, der machte sich bereit, in den Berg einzufahren. Ich sag zu dem, der die Suppe löffelt, guten Tag, wo sind Sie denn her? Von Ostpreußen. Wo sind Ihre Eltern? Von Bomben totgeschlagen. Ah. Und wo sind Sie her? Von Schlesien. Wo sind Ihre Eltern? Von Russen verschleppt. Ich frage den Dritten, müssen wir erschüttern, wo sind Sie her? Und da steckt er die Hände in die Tasche und sagt, Patzi, Sie fragen wohl gern die Leute aus, ja? Ja, habe ich gesagt, du hast den Vogel auf den Kopf getroffen. Ich frage gern die Leute aus. Aber im Grunde habe ich eine ganz andere Frage.
nicht, wo du her bist. Und da standen sie auf einmal alle um mich rum. Dann fragen sie doch. Ich sage, ich habe eine Frage, die ist wahnsinnig wichtig. Aber ihr dürft mir nur mit Ja und Nein antworten. Ja, fragen Sie. Ich sage, sind Sie, wie Sie sein sollten? Ja, sagt er, wenn Sie in so Verhältnissen leben, wären Sie auch nicht. Halt, sage ich. Ich kenne Leute, die leben in großartigen Verhältnissen und sind nicht, wie sie sein sollten. Sie sollen Ja oder Nein antworten. Ich frage nochmal. Sind Sie, wie Sie sein sollten? Nein. Oh. Nein. Ich frage den Zweiten. Sind Sie, wie Sie sein sollten? Nein. Den Dritten? Nein. Den Vierten? Nein. Jetzt frage ich jetzt schon im Saal, verstehen Sie? Sind Sie, wie Sie sein sollten? Sind Sie, wie Sie sein sollten? Alle 16, nein. Ha, sag ich. Alle 16 sind nicht, wie Sie sein sollten. Warum ändern Sie sich nicht? Und dann kam es raus, das können wir nicht. Wie soll ein Mensch sich ändern? Meine Freunde, wenn ich jetzt hier durch die Reihen ginge und fragte jeden, bist du, wie du sein solltest? Ich hoffe, sie wären so ehrlich wie die jungen Männer und sagen, nein. Warum ändern sie sich nicht? Und sehen Sie, jetzt möchte ich Ihnen sagen, Sie kriegen die große Chance, Ihr Leben heute Abend nochmal ganz neu anzufangen. Das ist doch eine großartige Sache, oder nicht? Und zwar ist das möglich, möglich dadurch, dass es etwas gibt. Ich spreche es jetzt aus und vielleicht sind Sie enttäuscht. Dass es etwas gibt, was ich fürs Kostbarste und Beste und Schönste halte. Nämlich, sind Sie alle gespannt jetzt? Ja? Ja, gut. Das sollen Sie nämlich auch sein. Nämlich, Vergebung der Sünden. Weil es Vergebung der Sünden gibt, habe ich die Chance, ganz neu anzufangen. Und ich möchte heute Abend mit Ihnen nur sprechen über Vergebung der Sünden. Erstens, haben wir das denn nötig? Ich habe drei Fragen. Erstens, also wenn ich sage Vergebung der Sünden, da sagt doch jeder gescheite Mann hier, Moment mal, Pastor Busch, da habe ich einiges zu fragen. Gut, sage ich, die Fragen nehme ich Ihnen vom Mund weg. Erste Frage, brauche ich das denn? Ich brauche den Monat 500 Franken mehr, aber Vergebung der Sünden hier nicht. Sehen Sie, mir sagte neulich ein gescheiter junger Mann folgenden Satz. Sie müssen aber jetzt gut aufpassen, dass es keine Verwechslungen gibt, keine Missverständnisse. Er sagte, sehen Sie, Herr Pfarrer, Sie wissen doch, was moderne Reklame ist. Moderne Reklame weckt Bedürfnisse und die werden dann gestillt. Und so kommt der Welthandel in Gang. Zum Beispiel haben unsere Großväter nichts gewusst von Kaugummi. Jetzt kommt die moderne Reklame, bringt es Kaugummi, nicht wahr? Und jeder hat einmal das Bedürfnis, ich muss kauen und ganz Amerika kaut wie eine wiederkäuende Kuh, nicht wahr? Oder unsere Väter haben nichts gewusst, unsere Großväter, Urgroßväter, von Zigaretten. Nicht, haben von Zigaretten die Urgroßväter nichts gewusst. Die haben höchstens so eine Jägerpfeife geraucht. Jetzt wird auf einmal gesagt, Zigaretten, nicht wahr? Duft der großen, weiten Welt und so. Und schließlich denkt jeder junge Mann, ja, wenn ich ein Kerl bin, muss ich jetzt rauchen. Ich werde mir zwar schlecht, aber es muss jetzt geraucht sein, nicht wahr? Verstehen Sie? Da sagt der junge Mann, moderne Reklame weckt erst ein Bedürfnis, und dann kommt die Firma und sagt, ich kann das Bedürfnis stillen. Und dann fuhr er fort.
Sie müssen jetzt gut aufpassen. Dann fuhr er fort, und so macht die Kirche auch. Sie sagt zuerst, du brauchst notwendig Vergebung der Sünden und sagt das so lange, bis jeder auf einmal das Gefühl hat, das brauche ich. Und dann sagt die Kirche, ich kann dieses Bedürfnis stillen. Jetzt kann ich meine Ware anbringen. Und so sagt der junge Mann, ich brauche das nicht. Geben Sie sich keine Mühe, Herr Pfarrer, bei mir erst einen Bedarf zu wecken für eine Ware, die ich gar nicht haben will. Und so werden viele hier denken, ich kenne Sie ja nicht. Bedürfnis, Vergebung der Sünden, Pfarrer Busch. Da habe ich keinen Bedarf dafür. Und da möchte ich Ihnen antworten. Dann sind Sie in einem fürchterlichen Irrtum. Dann kennen Sie weder den wirklichen, lebendigen Gott, noch sich selber, noch Ihre Zukunft. Haben Sie eine Ahnung von Gott? Im Neuen Testament, nicht im Alten, im Neuen Testament steht es, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wollen Sie es darauf ankommen lassen? In der Bibel steht, dass der Sohn Gottes, der Herr Jesus, der Bescheid weiß, besser wie wir alle, dass der sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Fürchtet euch aber vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Ja, vor dem Gott fürchtet euch. Und nun sagen Sie mal, haben Sie sich mal gefragt, was Gott über Sie denkt? Ja, wenn Sie in den Spiegel schauen, dann sagen Sie, ich bin ein feiner Kerl. Aber darauf kommt es ja nicht an, sondern die Frage ist, was Gott über Sie denkt. Sehen Sie, in jedem Staat wird man gerichtet nach dem Recht des Staates. In der Schweiz wird man nach Schweizer Recht gerichtet und in Deutschland nach deutschem Recht, in Amerika nach amerikanischem Recht. Und Gott beurteilt Sie nach göttlichem Recht. Gott misst Ihr Leben an den 10 Geboten. Ist Ihr Leben rein? Lügen Sie nicht? Haben Sie keinen Streit? Lieben Sie Ihre Feinde? Lieben Sie Gott über alles? Halten Sie die Feiertage? Ich möchte Ihnen sagen, das war die große Wende meines Lebens, als ich begriff, dass man vor Gott bis in den Grund seiner Seele erschrecken kann. Und wer sagt, ich brauche nicht Vergebung der Sünden, der hat keine Ahnung über sich selber. Der kennt sich nicht. Ich habe einen Freund, der mir sehr nahe steht. Der hatte mal ein merkwürdiges Erlebnis gehabt. Wir waren zusammen auf einer Freizeit in Holland und da hatten wir morgens eine Stunde, wo jeder für sich in einem herrlichen Park die Bibel las. Und da saß er unter einem Baum, unter einem Sonnenschein und dachte auf einmal, wie wird das sein, wenn ich vor Gott stehe? Ich bin doch ein Christ und habe viel geopfert und getan fürs Reich Gottes, da will ich vor Gott reden und will sagen, sieh mal, was ich alles an guten Werken mitbringe. Ich glaube, er hat geträumt. Er sagte, ich weiß nicht recht, ob ich wach war oder geträumt habe. Ich war im Geist vor dem Thron Gottes. Und da drehe ich mich rum, sieh mal, was ich alles mitbringe. Und plötzlich steht hinter ihm eine Schar Menschen, mit denen er nicht gerechnet hat. Da steht ein Mädel, der er mal ein paar leichtsinnige Worte sagte, sonst nichts.
Und dann sagt sie, das war der Anfang, das Gift in meiner Seele, dass mein Leben voll Schmutz wurde. Du hast mich auf den Weg gestoßen. Und da stand seine Mutter und sagte, ich habe dir ja nie Vorwürfe gemacht, aber weißt du, wie du auf meinem Herzen rumgetrampelt hast? Da stand sein alter Lehrer und sagte, du hast mir das Leben sehr schwer gemacht. Und auf einmal sind da lauter Leute, die ihn anklagen. Und da bleibt es ihm stecken im Hals, dass er vor Gott so hintreten wollte. Er weiß auf einmal, es sind nur Anklagen da. Er kam zu sie und wusste auf einmal, ich brauche nichts nötiger als Vergebung meiner Sünden. Wer sagt, das brauche ich nicht, der kennt den heiligen Gott nicht und kennt sein eigenes Leben nicht. Das haben mir Leute oft gesagt, Herr Pastor, so ein Schwab, ich bin schon recht. Oder ich tue Recht und scheue niemand. Da habe ich gesagt, das dürfen Sie nicht mir sagen. Das müssen Sie dem heiligen Gott einmal sagen. Und dann wird Gott unter die Theke fassen und mal Ihre Sünden auf den Tisch legen. Ihre Selbstsucht und Lieblosigkeit und Ihre schmutzigen Dinge aus der Jugendzeit. Und Ihre Gedanken und Ihren Hass. Und dann sagen sie noch einmal ins Angesicht Gottes, ich bin recht. Meine Freunde, wer sagt, ich brauche keine Vergebung der Sünden, der kennt Gott nicht, der kennt sich nicht und der kennt seine Zukunft nicht. Es ist dem Menschen gesetzt, sagt die Bibel, einmal zu sterben und danach das Gericht. Sehen Sie, ich bin jetzt ein alter Mann und habe mir manchmal vorgestellt, wie das Sterben ist. Man hält vielleicht eine Hand fest, die man lieb hat, und dann muss man sie loslassen. Und dann treibt das Schifflein unseres Lebens, der Kahn, auf dem Strom der Ewigkeit in die große Stille vor den heiligen Gott. Und da können wir nichts mitnehmen. Keinen Pfennig. Kein Schmuckstück. Unser Häuschen nicht. Unseren Garten nicht. Nicht. Bloß eins. Das werden wir mit Entsetzen entdecken. In dem Schiff führen wir mit. Unsere unvergebenen Sünden. Das Einzige, was wir mitnehmen. Was meinen Sie, was für Tausende von Menschen das für Entsetzen gibt, die ihr Leben lang gesagt haben, ich brauche keine Vergebung der Sünden. Und dann auf einmal so in die Ewigkeit gehen. Mir haben oft Leute gesagt, ja, aber dafür habe ich auch viel Gutes getan. Ich möchte Ihnen Ihre Illusionen rauben. Du kannst nicht eine Sünde wieder gut machen. Ich muss hier zu meiner Schande eine eigene Geschichte erzählen, an der mir so deutlich wurde, wie schwer das Gewicht von Schuld ist. Sehen Sie, ich hatte einen Vater, der war ein wundervoller Mann. Ich habe ihn sehr geliebt. Er starb mit 53 Jahren. Und da war ich mal als Student in meinem Elternhaus während der Universitätsferien und hatte im zweiten Stock oben mein Zimmer und war da gerade an einer wissenschaftlichen Arbeit. Und da ruft mein Vater unten vom Flur, Wilhelm, so heiße ich nicht, ich bin Pech, aber ich heiße so nicht, Wilhelm. Und dann strecke ich den Kopf raus, so übers Geländer und sag, was gibt's? Da sagt mein Vater, ich muss in die Stadt ein paar Besuche machen, willst du mich nicht begleiten? Und da sage ich, ach Papa, ich bin gerade an einer wissenschaftlichen Arbeit, ich bin gerade so mittendrin. Und da sagt er, ist schon gut, dann gehe ich allein. Und dann ging er. Und 14 Tage später war er tot. Und er war nach der Sitte unseres Hauses da aufgebahrt in unserem großen Wohnzimmer. Und ich hielt nachts an dem offenen Sarg die Totenwache.
Und auf einmal fällt mir ein, vor 14 Tagen hat er mich gebeten, begleite mich. Und dann habe ich ihm diesen kleinen Liebesdienst abgelehnt. Ich sehe noch, wie ich als junger Student an dem Sarg stand und sagte, Papa, forder mich doch noch einmal auf. Ich bin bereit, 100 Meilen mit dir zu gehen. Und da blieb der Mund stumm. Und im Augenblick ging mir auf, ich kann diese kleine Lieblosigkeit in alle Ewigkeit nicht mehr gut machen. Und ich wusste, entweder gibt es Vergebung der Sünden, oder ich stehe vor dem Thron Gottes als Verurteilter, du liebloser Mensch. Und wie viel Schuld ist in unserem Leben, meine Freunde, die Gott vor uns auf den Tisch legen kann. Wollen Sie sagen, ich brauche das nicht? Wollen Sie sagen, ich brauche keine Vergebung der Sünden? Ich muss Ihnen die Geschichte aus Zürich noch mal erzählen. Habe ich erzählt schon hier? Nein? Da hatte ich mal im Kongresshaus Vorträge, war sehr voll. Da standen auch die Leute. Und da stand an der Seitenwand zwei Herren. Und der eine fiel mir auf, weil er so ein nettes, schmales Manjou-Bärtchen hatte. Und dann kam in meinem Vortrag vor, der Satz, habe ich noch nicht erzählt, die Geschichte, nicht? Nein? Da kam der Satz, Vergebung der Sünden. Und da sehe ich, wie dieser Herr sich zu seinem Nachbarn beugt und was flüstert. Kongresshaus, da sind 4000 Plätze, nicht, wenn hinten die Wand runtergelassen ist. Ich hörte natürlich nicht, was er sagte. Und mir war es doch völlig klar. Ich hörte es förmlich. Mir war klar, dass der Herr seinem Freund sagte, da haben wir die Geschichte. Der fängt ganz modern an und am Schluss kommt er doch auf die alten dogmatischen Geschichten, von denen jeder Pfarrer spricht, Vergebung der Sünden und so Zeug. Und da packte mich ein Zorn. Es braucht mir jetzt keiner zu schreiben, dass ein Zorn Sünde ist, ich weiß das. Trotzdem hatte ich da einen. Und da sagte ich, Moment mal, ich möchte jetzt die Versammlung von halben Minute unterbrechen und möchte Ihnen eine Frage vorlegen, die soll sich jeder beantworten mit Ja oder Nein. Ich frage Sie, wollen Sie für alle Ewigkeit verzichten auf Vergebung der Sünden? Wollen Sie sterben darauf, dass Sie das nicht wollen und nicht brauchen? Ja oder nein? Und da war eine große Stimme. Ich frage Sie. Und dann sehe ich, wie der Herr auf einmal ganz bleich wird und sich erschrocken an die Wand lehnt. Und der begriff auf einmal, ja, so habe ich es nicht gemeint. Ich will nicht in alle Ewigkeit das wegweisen. Bloß jetzt. Und dann habe ich gesagt, Sie können und dürfen in dieser Stunde sagen, ich will keine und ich brauche keine. Dürfen Sie. Dann müssen Sie drauf sterben. Und am jüngsten Tage, wenn Gott Ihnen alle Sünden vorhält, sagen, brauche ich nicht. Oder Sie suchen sie heute. Sie wissen nicht, ob sie morgen noch leben. Und sehen Sie, damit bin ich beim Zweiten. Jetzt kommt meine zweite Frage. Wo gibt es denn so etwas? Vergebung der Sünden. Wo gibt es das? Also zweiter Punkt, nicht wahr? Wer beim ersten ein bisschen müde geworden ist, darf beim zweiten wieder richtig einsteigen jetzt, nicht? Wo gibt es so etwas? Vergebung der Sünden. Und da möchte ich Ihnen sagen, dass ich die Melodie der Bibel, die Bibel redet von vorn bis hinten davon, dass es so etwas Wunderbares gibt, dass mein Gewissen befreit wird, dass meine Vergangenheit ausgelöscht wird
Und alle Stellen der Bibel weisen hin, von Anfang an, auf den gekreuzigten Sohn Gottes. Auf den Sohn Gottes, der am Kreuz hängt. Hier ist Gottes Lamm, bei dem Sie Vergebung der Sünden holen dürfen. O, gehen Sie wieder mit mir im Geist nach Golgatha, wie jeden Abend, auf den Hügel vor den Toren der Stadt Jerusalem, wo die Volksmenge tobt und über der Volksmenge die drei Kreuze ragen. Rechts ein verzweifelter Schächer, links ein Sterbender und da in der Mitte der vom Himmel gekommene Sohn Gottes, der König der Ehren, wo Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone. O Haupt sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hochschimpfieret, gegrüßet seist du mir. Da hängt der Sohn Gottes. Sehen sich das an. Hier ist die einzige Stelle der ganzen Welt, beim gekreuzigten Jesus, die einzige Stelle, wo heute im Jahr 1965 ein Mensch Vergebung der Sünden holen kann. In der deutschen Stadt Lübeck gibt es eine wundervolle alte Kirche, die Nikolaikirche. Und in der Nikolaikirche ein berühmter Altar, den ein Maler im 15. Jahrhundert gemalt hat, Hans Memling. Und als diese Kirche im Bombenkrieg brannte, lichterloh brannte, ist ein unbekannter Soldat reingestürzt und hat diesen Altar, dieses Gemälde, also unter Lebensgefahr herausgebracht und gerettet. Ein Kreuzigungsbild von dem berühmten Maler Hans Memling. Und als ich kurz nach dem Krieg mal in Lübeck Vorträge hatte, da war auch der Direktor von so einem Kunstmuseum und sagte, bei mir im Keller steht der berühmte Memling, wenn Sie ihn mal sehen wollten. Und dann bin ich dahin und habe mir das Bild angesehen. Wundervoll, diese bewegte Szene, wissen Sie, Soldaten auf Pferden mit Lanzen und würfelnde Kriegsknechte und Volksgedränge und weinende Frauen und spottende Pharisäer und die drei Kreuze ragen. Und dann ist ganz merkwürdig, hat der Maler so gemalt, mitten im Volksgedränge ist ein leerer Rasenfleck, ein freier Raum, direkt unterm Kreuz. Und dann Freund und ich standen davor mit dem Museumsdirektor. Und dann sagte ich, das ist doch merkwürdig, dass der Sohn Gedränge malt und unterm Kreuz einen freien Platz. Was hat der Maler sich dabei gedacht? Diese mittelalterlichen Maler, die wollten ja was sagen mit ihren Bildern. Sie sind gewissermaßen Expressionisten. Und dann sagt mein Freund, ich glaube, er wollte sagen, hier unter Jesu Kreuz ist ein Platz frei. Hier darfst du hinstehen. Da muss ich so oft dran denken. Ich freue mich, dass unter Jesu Kreuz, unter dem Kreuz des Sohnes Gottes, des Lammes Gottes, das der Welt Sünde trägt, für mich ein Platz ist. Und für sie ist auch ein Platz. Soll der leer bleiben, bis in alle Ewigkeit. Sehen Sie, die Bibel braucht nun viele und wunderbare Bilder, um deutlich zu machen, was das heißt, dass Jesu Kreuz Vergebung der Sünden gibt. Lassen Sie mich so ein paar Bilder brauchen. Ich brauche zum Beispiel das Bild, wir sind Schuldner. Sehen Sie, ich möchte gern richtig heilig sein. So lieb, wie Gott will, und so strahlend rein, und so fröhlich, aber es klappt nicht jeden Tag, ne? Bei Ihnen auch nicht. Und da bleibe ich doch was schuldig, Gott, ne? Bleibe ich was schuldig. Und die Schuld läuft doch jeden Tag weiter auf. Entweder bezahlen Sie in der Hölle Ihre Schuld, oder Sie kommen zu dem Heiland, von dem es heißt, all Schuld hast du getragen, der für mich bezahlt.
Entweder bleibt meine Schuld auf mir oder ich gehe zu ihm und sage, Herr Jesus, ich lege meine Schuld auf dich. Oder ein anderes Bild, das die Bibel braucht. Sie braucht das Bild vom Stellvertreter. Ich bin im Gericht Gottes angeklagt. Ich kann auf tausend nicht eins antworten. Und da kommt einer und sagt, geh mal, ich trete an deine Stelle. Ja, aber ich trete an deine Stelle. Und da heißt in der Bibel, die Strafe, meine Strafe, liegt auf ihm, auf das ich Frieden hätte. Ja, da habe ich mal so eine nette Geschichte gelesen vom Kapitän Müller. Kennen Sie die? Ah, die ist entzückend. Ich habe sie nicht miterlebt, habe ich mal gelesen. Da war ein Kapitän Müller auf dem großen Schiff, der über den Ozean, das über den Ozean fuhr. Und der war so ein gottloser Bursche und geflucht und gelästert und gebechert. Und eines Tages wird auf einer Reise der Kapitän Müller todkrank. Und da lässt er einen ersten Offizier kommen und sagt, hören Sie, ich muss sterben. Was mache ich denn? Da geht's jetzt vor Gott. Helfen Sie mir, beten Sie mit mir. Und da sagt der erste Offizier, ich kann fluchen, aber nicht beten. Aber der zweite Offizier geholt, der weiß auch nicht, was man da macht, wenn einer sterben soll. Und schließlich sagt einer, ja, da haben wir so einen Küchenjungen, der soll eine Bibel haben, sagt man. Und der Kapitän befiehlt, also der kleine Smutje soll kommen. Hast du eine Bibel? Ja, sagt der Kleine, aber ich lese nicht drin. Da sagt der Kapitän, das ist schade, hol sie mal her. Und dann kommt der Kleine zum Kapitän an das Sterbebett auf hoher See. Und der Kapitän sagt, du, ich muss sterben, lies mal was vor. Und der kleine Junge weiß auch nicht recht und sagt, soll ich Ihnen das lesen, was meine Mutter so gern gelesen hat? Ja, lies mal. Und dann schlägt der Junge auf Jesaja 53. Da ist vom gekreuzigten Heiland die Rede. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ah, sagt der Kapitän, hör mal, das ist gut, das hätte ich früher lesen sollen. Und da kriegt der Junge Mut und sagt, soll ich's mal vorlesen, wie meine Mutter das vorgelesen hat? Ja, sagt der Kapitän. Da sagt der Junge, ich heiße Karl Müller. Meine Mutter hat's dann so gelesen. Jesus ist um Karl Müllers Sünde willen zerschlagen. Die Strafe von Karl Müller liegt auf Jesus, auf das Karl Müller Frieden hätte. Und durch die Wunden von Jesus ist Karl Müller geheilt. Au, sagt der Kapitän, dann lies doch mal mit meinem Namen. Und der Kapitän, der denselben schönen Namen Müller hat, der Name ist so häufig, weil er so schön ist, darum haben die Leute so gern, da liest der Junge, Jesus ist um Kapitän Müllers Missetat willen verwundet und um Kapitän Müllers Sünde willen zerschlagen. Die Strafe, die Kapitän Müller von Gott kriegen sollte, liegt auf Jesus, auf das Kapitän Müller Frieden hätte. Und durch Jesu Wunden ist Kapitän Müller geheilt. Ha, sagt der Kapitän, jetzt geh, jetzt kann ich. Oder es ist das Bild zum Beispiel gebraucht, alles für Vergebung der Sünden, dass das Blut Jesu ein Quelle ist, die rein macht von aller Sünde. Die Schweizer sind ein reinliches Volk. Man legt Wert darauf, dass man gewaschen ist und saubere Hände hat, nicht? Warum sind sie nicht so begierig, im Gewissen gereinigt zu werden?
Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn ich überlege, wie viel Schmutz Gott jetzt in dieser Versammlung sieht, gehen Sie nachher in die Stille und reden Sie mit Jesus und sagen, ich lege dir meine Schuld hin. Bekennen Sie mit Namen. Es quillt für mich sein teures Blut. Das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut und Jesus starb für mich. Oder die Bibel braucht das Bild vom Loskauf. Vom Loskauf. Geist, denken Sie, im Kriege hat doch Reichsführer SS in Deutschland, Himmler, mit dem Ausland verhandelt, dass er bereit wäre, 1 Million Juden aus den Konzentrationslagern freizugeben gegen 100.000 LKWs. So hat man in der Gegenwart noch Menschen verkauft. Nun sagt die Bibel, wir sind von Natur verschulden verloren. Es gibt nur einen, der mich loskaufen kann. Jesus bezahlt das Lösegeld. Und da habe ich oft so als Jugendpfarrer mit dem jungen Burschen gesessen und sagte, ich möchte gerne ein Kind Gottes werden. Da sage ich, pass mal auf. Wenn ich mir einen Hund kaufe, von welchem Moment ab gehört der Hund mir? Von dem Moment ab, wo ich den letzten Pfennig bezahle. Da sage ich, mein Junge, der Sohn Gottes hat den letzten Heller bezahlt, als er am Kreuz starb, um dich loszukaufen für Gott. Du brauchst nur noch annehmen. Nur noch annehmen. Der letzte Pfennig ist bezahlt. Warum bist du nicht heute Abend ein Kind Gottes? Oder die Bibel braucht das Bild von der Befreiung von Stricken. Ich will es einfach an einem Erlebnis erzählen. Ein Stadtmissionar in Berlin erzählte mir mal, er betreute einen Mann, der im Trunk gebunden war. Das ist eine der schrecklichsten Ketten. Der Mann hat gesäuft darunter und hat versprochen, ich trinke nicht mehr. Und eines Tages hört der Berliner Stadtmissionar, der Mann hat wieder schrecklich getrunken, seine Frau verhauen und die Möbel kaputtgeschlagen im Zug. Und da geht er in die Wohnung, in so einem Berliner riesigen Mietskaserne. Und da kommt er in die Wohnküche, da sitzt der Mann beim Kaffee trinken, die Frau ist ausgegangen und neben ihm sitzt der kleine Sohn. Und da bleibt der Stadtmissionar stehen und sagt, ist es wieder schief gegangen? Ja, sagt der Mann. Und dann sagt er weder kein Wort, sondern rennt in die Kammer nebenan und kommt heraus mit einem Wäscheseil, wo man Wäsche dran aufhängt. Und ohne ein Wort zu sagen, fängt er an, den kleinen Jungen auf dem Sitz anzuschnüren. Und verknotet das, bis der Junge ganz gebunden ist und gefesselt. Und dann schreit er seinen kleinen 5-Jährigen an, steh auf! Und der Kleine fängt an zu weinen und sagt, ich kann doch nicht. Und dann sagt der Trinker zu dem Stadtmissionar, guck, das ist meine Lage. Ich kann doch nicht. Ich bin doch gebunden mit Stricken. So sind Menschen gebunden in die Unreinigkeit, in ihre Triebhaftigkeit, in Trunk und alles Mögliche. Ah, wie viel Gebundene des Teufels sitzen hier. Ich kann doch nicht, ich bin doch gebunden. Und da lacht der Stadtmissionar und zieht ein Taschenmesser heraus und schneidet einfach das schöne Wäscheseil 10-mal durch und sagt dem Jungen, steh auf, und da kann er aufstehen. Ja, sagt der Trinker, wenn einer die Stricke durchschneidet.
Und da sagt der Stadtmissionar, sieh, das ist eben geschehen. Meinst du denn, wenn der Sohn Gottes vom Himmel kommt und blutig am Kreuz stirbt, wenn Gott so eine umständliche Heilsveranstaltung macht, das sei ein Pappenstiel, das ist eine wirkliche Erlösung. Das sind die Fesseln der Sünde abgetan, weil die Sünde vergeben ist. Jetzt steh auf, Jesus schreitet die Stricke durch. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Ich muss weitergehen, noch ein letztes kurz sagen. Wo ist Vergebung der Sünden? Bei Jesus, dem für uns gekreuzigten und jetzt lebendigen Sohne Gottes, der auch durch viel geht und hier zu finden ist. Noch kurz ein letzter Punkt 3. Ich rede zu lang, ich weiß, ja. Alterserscheinung. Aber es ist der letzte Abend, ich muss ausnützen. Jetzt kommt noch eine dritte Frage. Wie mache ich das? Wie komme ich dazu? Nicht? Es sitzen Leute hier, sagen, ja, Pfarrer Busch, du sagst so schöne Sachen. Wie komme ich dazu? Ganz einfach. Die wirklichen Christen werden in der Bibel einmal so genannt. Es sind Leute, die den Namen Jesus anrufen. Die den Namen Jesus anrufen. Das Wort anrufen kennen wir in Deutschland vom Telefonieren. Hier sagt man, glaube ich, aufläuten, gell? Oder sagen Sie auch anrufen? Ich habe einen Freund, wenn ich mit dem reise, wenn er ein Telefon erwischen kann, dann tut er eben zu Hause anrufen, wie es in der Firma steht. Nicht? Kennen Sie auch den Ausdruck anrufen? Sagt man ja auch so. Ich war neulich in einem Hotel, da kam so ein Page durch und rief, Anruf aus Hamburg für Herrn Meier. Und dann sprang ein Mann wie verrückt hin ans Telefon. Und wenn ich unterwegs bin und habe meine Frau nicht mit, dann rufe ich auch immer wieder zu Hause an, ob sie noch am Leben ist und dass ich noch am Leben sei und so. Das Anrufen ist uns eine alltägliche Sache. Jetzt frage ich Sie, warum rufen Sie Jesus nicht an? Wenn ich manchmal zu Hause anrufe auf meinen Reisen, dann macht Tü-Tü-Tü, da ist die Leitung besetzt. Ich garantiere Ihnen, Ihre Leitung zu Jesus ist nie besetzt. Es hat jeder von Ihnen eine Sonderleitung. Wie lange liegt die vielleicht schon tot? Wann haben Sie das letzte Mal Jesus angerufen? Gar nicht. Da liegt eine Sonderleitung und tot. Ach, früher gab es ein Fräulein vom Amt, da musste man immer so endlos warten, bis sich gemeldet hat, nicht? Wenn Sie Jesus anrufen, der meldet sich. Und sehen Sie, das möchte ich gerne, dass jetzt in Met Folgendes geschehe, dass Menschen in die Stille gehen, die Tür hinter sich zuschließen, auf ihre Knie fallen, das ist am besten, so kann ich am besten beten, und sagen, Herr Jesus, jetzt rufe ich dich an. Ich kann nicht weiterleben ohne Vergebung der Sünden. Ich will jetzt aufhören zu schwindeln und zu lügen. Ich will dir meine Sünden bekennen. Und dann nennen sie mit Namen. Und dann sagen sie auch die Sünden, die sie lieb haben. Herr, da ist eine Sache, ich komme nicht los davon. Aber ich sage sie dir, du bist doch ein Befreier. Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute, so steht es in der Bibel. Nicht haltet dem lieben Gott eine schöne Rede. Schüttet euer Herz aus, da kommt alles kunterbunt durcheinander. Aber lügen Sie nicht mehr, sagen Sie Ihre Schuld. Und dann schauen Sie auf zum gekreuzigten Heiland und fassen es, was ich ihm bekannt habe, dass er mit seinem Blut zu. Und jetzt ist meine Vergangenheit ausgelöscht. Und ich habe Frieden mit Gott.
Und ich darf neu anfangen. Welt, eine Chance. Ich habe es mal so ausgedrückt. Ich bin gleich fertig, haben Sie Geduld. Ich habe mal so ausgedrückt. Stellen Sie sich vor, jeder hat einen eisernen Ring um den Hals. Und da werden Kettenglied. Und jede Sünde ist ein Kettenglied. Sie lügen, ein Kettenglied angeschmiedet. Sie entheiligen einen Sonntag, Kettenglied. Schmutzige Gedanken, ein Kettenglied. So wirklich ist die Sünde. Und wenn ich über die Straßen gehe und sehe die Leute so bedrückt, da sage ich, kein Wunder, sie schleppen alle eine unsichtbare Schuldkette hinter sich her. Und jetzt heute Abend unter Jesu Kreuz. Herr Jesus, ich glaube, dass du meine Schuld getragen hast. Ich bekenne sie dir. Und plötzlich fällt die Schuldkette ab. Das ist eine Befreiung, sage ich Ihnen, eine Chance für ein neues Leben. Ein Freund von mir sagt, das ist das Schönste am Christentum, dass uns die Möglichkeit gibt, von vorne anzufangen.